herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier bei Autoferie von der IAA in Frankfurt. Und darauf haben wir doch alle gewartet. Der neue Renault Megane RS. Vorne 6 cm breit in der Spur, hinten 4,5 cm breit in der Spur. Und jetzt kommen wir es. Vorderachse übernimmt er technisch gesehen vom Vorgängermodell. Die war ja schon ziemlich gut, auch ziemlich gut auf der Nordschleife. Leistung jetzt basierend auf einem 1,8 Liter Turbomotor, 280 PS, 390 Nm Drehmoment. Aber keine Sorge, wem das nicht reicht, es wird noch ein Trophy kommen im nächsten Jahr. Der hat dann glatte 300 PS und 400 Newtonmeter Drehmoment. Und ich bin mir relativ sicher, Renault wird da eine Zeit auf der Nordschleife hinknallen. Was haben wir zudem? Wir haben generell eine leicht höhere Serienausstattung gegenüber einem Megane GT beispielsweise. Wir haben ein sehr schickes Lenkrad mit Alcantara obendrauf, der 12 Uhr Markierung. Wir haben auch sehr eng umfassende Sitze. Wir haben eine spezielle Bremsanlage, damit auch alles gut zupackt. Wir haben 18 Zoll Felgen serienmäßig, 19 Zoll optional. Wir haben die Wahlmöglichkeit zwischen dem EDC, das heißt das Doppelkupplungsgetriebe, oder ganz puristisch das Schaltgetriebe. Zudem auch die Wahl zwischen zwei Fahrwerken. Nochmal unabhängig vom Trophy, der wahrscheinlich neben der Mehrleistung auch nochmal am Fahrwerk was gemacht bekommt. Wir haben ein strafferes Sportfahrwerk und optional nochmal ein Cup-Fahrwerk, das auch wirklich sich darauf auslegt, für die Jungs und Mädels, die dieses Spielzeug auch mal auf die eine oder andere Rennstrecke ausführen möchten. Und ganz wichtiges Detail, der Megane RS kommt serienmäßig mit der 4-Control-Allradlenkung. Das heißt, die Hinterachse lenkt dezent mit. Das optische Erkennungsmerkmal ist am Heck logischerweise das zentrale Endrohr, aber hier vorne auch die LED-Elemente in Race-Flaggen-Optik. Zudem haben wir nochmal, was das Fahrwerk angeht, einen hydraulischen Anschlag. Das heißt, es gibt keine Rückfederung. Das wiederum heißt, obwohl er weniger Leistung hat als die Konkurrenz, könnt ihr auf der Nordschleife einen neuen Rekord aufstellen.